Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der Gerüchte über Videospiele, die sich bewahrheitet haben. In dieser Liste sehen wir uns Hörensagen und Gerüchte über Videospiele an, die sich letztendlich als wahr herausgestellt haben. Wenn du zufällig eine heiße Info von deinem Onkel bei Nintendo gehört hast, lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10. Massengrab. E.T. der Extraterrestrial. Die Schrecklichkeit von E.T. für den Atari 2600 ist geradezu legendär. Das Spiel ist fast im Alleingang für den Videospiel-Crash von 1983 verantwortlich. Atari hatte geplant, dass das Spiel viel besser abschneidet, als es tatsächlich war, und hatte am Ende viele unverkaufte Exemplare. Eine urbane Legende besagt, dass die unverkauften Exemplare alle in der Wüste von New Mexico vergraben wurden. E.T. the video game, intact, in its box. Im Jahr 2014 bestätigte eine Ausgrabung in Alamo Gordo, New Mexico, dass E.T.-Steckmodule dort zusammen mit über 700.000 anderen Atari-Spielen vergraben waren. Auch wenn E.T. nicht die einzigen Leichen waren, die dort begraben wurden, so war dieses Massengrab doch ein Grund zum Nachhause-Telefonieren. Platz 9. Yoshi auf dem Dach. Super Mario 64. Alle Sterne und Sammlerstücke in Mario-Spielen zu sammeln, mag mittlerweile ein alter Hut sein, aber Super Mario 64 hat den Trend mitbegründet. Damals, als es herauskam, gab es viele Gerüchte darüber, was passiert, wenn man alle 120 Sterne gesammelt hat. Eines davon war, dass sich die Kanone auf dem Schlossgelände öffnete und man sich auf das Dach des Schlosses schießen konnte. Dort begrüßte Yoshi den Spieler zusammen mit einer Menge zusätzlicher Leben. Man konnte sogar auf ihm reiten. Okay, der letzte Teil hat sich nicht bewahrheitet, aber ansonsten waren die Spieler angenehm überrascht, Marios grünen Dino-Kumpel auf dem Dach zu finden. Platz 8. Schattenmenschen. Super Mario Galaxy 2. Luigi ist vielleicht dafür bekannt, dass er es mit Geistern zu tun hat, aber im Spiel seines Bruders gibt es einige unerwartete Gespenster. In Shiverburn Galaxy kann man in der Ferne eine Gruppe von Figuren sehen, wenn man in der First-Person-Perspektive schaut. Die Gestalten haben hohle Augen und sind der Stoff, aus dem Albträume sind. Schlimmer noch, während des gesamten Levels scheinen sie uns zu verfolgen. Egal wo man ist, sie sind da. Auch wenn es wie ein typisches Creepypasta-Gerücht aussieht, sind diese Figuren tatsächlich im Spiel und erwecken den Eindruck, als würden sie dich verfolgen. Ihr Name in des Spiels Hell Valley Sky Tree. Na, das ist doch mal nicht ominös. Platz 7. Jeder Bond-Schauspieler. GoldenEye 007. In den 90er und frühen 2000er Jahren war GoldenEye 007 der größte Name unter den Konsolen-FPS. Alle spielten es und die Gerüchteküche brodelte gewaltig. Nachdem ein Scherz in einem Spielemagazin aufkam, dass man im Mehrspielermodus Versionen aller James-Bond-Darsteller verwenden kann, kamen die Gerüchte ins Rollen. Außerdem sieht man in der Bedienungsanleitung sogar einen Bond, der Sean Connery zu sein scheint. Das musste einfach wahr sein. Schließlich kam ans Licht, dass ein All-Bonds-Mode geplant war, aber nie in das Spielprojekt integriert wurde. Das hat unternehmungslustige Modder aber nicht davon abgehalten, die Legende wahrzumachen. Platz 6. Geheimer Boss. Mortal Kombat. Bevor es das Internet gab, verbreiteten sich Gerüchte wie von selbst und sie waren oft die einzige Möglichkeit, um Spielegeheimnisse zu erfahren, da sie von Person zu Person weitergegeben wurden. Eines dieser Geheimnisse betraf einen geheimen Endgegner im ursprünglichen Mortal Kombat. Von Zeit zu Zeit tauchte während der Kämpfe ein grüner Ninja auf. Gerüchten zufolge konnte man gegen ihn kämpfen, unter bestimmten Umständen.
Indem die Spieler den Hinweisen folgten, die er während seiner Auftritte gab, entdeckten sie, dass diese Figur Reptile tatsächlich bekämpft werden kann. Wenn du im Einzelspielermodus auf der Grubenbühne einen Doppelsieg schaffst, ohne zu blocken und das Spiel mit einem Todesstoß beendest, kämpfst du gegen Reptile am Boden der Grube. Reptile, eine Kombination aus Scorpion und Sub-Zero, hat die Fantasie der Fans beflügelt. Kein Wunder, dass er auch in den Fortsetzungen dabei ist. Platz 5. Die Pistole war als overpowered gedacht. Halo Combat Evolved. Es gibt Halo-Waffen und dann gibt es noch die Magnum-Pistole aus Halo 1. Diese Handkanone funktioniert eher wie ein Gewehr als eine Pistole. Ihr Umfang und ihre Kraft machen das Töten von Außerirdischen oder Freunden im Mehrspielermodus zu einem absoluten Kinderspiel. Während der Volksmund davon ausging, dass es sich bei ihrer Stärke um einen Programmierfehler handelte, der ihre Kraft erhöhte, hatten einige Leute das Gefühl, dass sie von den Entwicklern absichtlich stark gemacht worden war. Letzteres wurde schließlich von Bungie-Mitbegründer Jason Jones bestätigt, der die Verantwortung dafür bekam, dass der Code in letzter Minute geändert wurde, um die Waffe stärker zu machen. Jones ist ein wahrhaft moderner Prometheus. Er hat den Spielern das Feuer gegeben. Wir haben sowohl große als auch schreckliche Dinge mit seinem Geschenk getan. Platz 4. Alles nur Theater. Super Mario Bros. 3. Mario-Spiele laden zum Basteln von Theorien ein, da in diesem täuschend einfachen Jump'n'Run-Spielen oft so viele Details enthalten sind. Eine häufige Fantheorie über das dritte Super Mario Bros. Spiel lautet, dass das Ganze nur ein Bühnenstück ist. Das Spiel beginnt mit einem Vorhang. Einige Blöcke im Spiel scheinen mit dem Hintergrund verschraubt zu sein, der von nahen Objekten beschattet wird. Einige Plattformen hängen vom Himmel herab. Man kommt sogar von jeder Bühne rechts raus. Das blieb jahrelang eine lustige Fantheorie, das heißt bis zu einer Frage an Shigeru Miyamoto im Jahr 2015, der bestätigte, dass Super Mario Bros. 3 nur eine Aufführung ist. Und was für ein Schauspiel es ist. Platz 3. Als Meisterhand spielen. Super Smash Bros. Melee. Dieses Crossover-Kampfspiel von Nintendo hat eine Menge fantastischer Charaktere zur Auswahl. Ein hartnäckiges Gerücht betrifft jedoch die Möglichkeit, als einer der Originalcharaktere des Spiels zu spielen. Meister Hand. Der empfindungsfähige weiße Handschuh fungiert in den Super Smash Bros. Spielen als Bosscharakter und so erwarteten die Fans des Kampfspiels natürlich, dass sie ihn als spielbaren Charakter freischalten können. Er ist zwar nicht offiziell spielbar, aber durch einen Glitch kann man ihn tatsächlich als Meister Hand steuern. Vorausgesetzt, man steckt den Controller in den Spieler 3-Slot. Er kann sich zwar nur bewegen, indem er Angriffe ausführt, aber es ist trotzdem ein Erlebnis, in der Rolle des finsteren Handschuhs zu spielen. Platz 2. Mew fangen. Pokémon Rot und Blau. Wenn man ein Pokémon namens Mewtwo in sein Spiel aufnimmt und nur von einem namens Mew spricht, wird es Gerüchte geben. Zwar konnten die Spieler Mew durch besondere Ereignisse erhalten, aber viele waren davon überzeugt, dass es eine Möglichkeit gab, Mew in den ursprünglichen Pokémon-Spielen zu fangen. Trotz hartnäckiger Gerüchte, dass es durch das Bewegen eines Lastwagens gefunden wurde, kann Mew im Gras gefangen werden. Vorausgesetzt, du machst vorher einen Glitch. Wenn du vor einem Trainer fliehst oder von ihm wegfliegst, während du entdeckt wirst, wird ein Glitch ausgelöst. Wenn du ins Gras gehst, normalerweise Cerulean City, kannst du einen Mew in freier Wildbahn treffen und es fangen. Das ist auf jeden Fall einfacher als der Versuch, diesen Lastwagen zu stemmen. Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1. Michael Jackson hat den Soundtrack komponiert. Sonic the Hedgehog 3.
Okay, vielleicht irgendwie. Jahrelang haben die Fans darauf bestanden, dass der Soundtrack von Sonic 3 verblüffende Ähnlichkeiten mit der Musik von Michael Jackson aufweist. Sie haben sogar einige der Noten und Riffs miteinander verglichen. Brad Buxer, Jacksons häufiger Mitarbeiter und Freund, hat bestätigt, dass er und Jackson tatsächlich am Soundtrack mitgearbeitet haben, zumindest teilweise. Wie viel Jackson daran gearbeitet hat, ist immer noch umstritten, aber Tatsache ist, dass er definitiv beteiligt war. Zumindest arbeitete er an den Credits, deren Sound in seinem späteren Song Stranger in Moscow wiedererkennbar ist. Da liegt es nahe, dass der King of Pop auch am König der wahren Videospiellegenden beteiligt war. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.